Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Beim letzten Mal hatten wir eine etwas ruhigere Folge. Es waren ein paar Jagdlektionen für unseren tollpatschigen Freund. Wir haben leider nicht die volle Synchronität erreicht, aber dafür werden wir das dann sicherlich bei anderen Missionen und Aufgaben wieder schaffen. Und jetzt hat uns die Stammesmutter in ihr Haus gebeten und hat uns einen Edensplitter gezeigt. Mit der Erklärung, warum wir das Tal nicht verlassen und mit den anderen Kanyon-Kerhaka in den Krieg ziehen. Und der Edenapfel scheint auf uns zu reagieren und mit uns zu sprechen. Sehen wir uns mal an, was passiert. Willkommen, Wächter. Bist du ein Geist? Betrachte mich als einen solchen. Wo bin ich? Du bist, wo du vorher warst. Wenn du fragen willst, was du im Moment siehst, wir nennen es den Knoten. Von hier werden Wahrscheinlichkeiten berechnet, auf dass der richtige Pfad gewählt wird. Welcher Pfad? Und dann... Irgendwie flackert das heute hier, das gefällt mir nicht. Ich glaube, nach der Folge sollte ich den PC mal neu starten. Und die Grafikkarte mal checken. Das ist ja widerlich. Was hast du mit mir gemacht? Eine Form gewählt, die deiner Kultur entspricht. Sie erleichtert uns die Navigation. Wir haben Jahrtausende auf deine Ankunft gewartet. Du ihm das letzte Stück bringst. Auf dass er die Tür öffnet. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Meine Worte verursachen Schmerz. Doch das war nicht meine Absicht. Du bist wichtig, Kind. Viel wichtiger, als du je wissen willst. Im Geheimen bereiten sich Mächte darauf vor, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Wenn das geschieht, wird das Heiligtum verletzt. Ich hoffe, ihr seht das Flackern nicht. Die Folge wird normal für euch angezeigt. Für mich ist das jetzt hier gerade unerträglich. Es flackert wie Sau. Also ich werde diesen Flug jetzt hier noch beenden und dann werde ich mal gucken. Du bist aus einem besonderen Stammbaum. Früher, heute, in Zukunft. Viele sind mit dir verbunden. Viele, die die Welt veränderten, die sie verändern werden. Und das sollst auch du. Ich rief dich, damit du von deiner Pflicht erfährst. Du musst das Heiligtum vor denen schützen, unser Werk vernichten wollen. Welches Heiligtum? Welches Werk? Bleibst du auf deinem Weg, kommt es zu einem schlechten Ausgang. Vorzeitiger Zugriff wird die Region destabilisieren. Dein Dorf und seine Bewohner werden zerstört. Hat das Flackern plötzlich aufgehört? Was soll ich also tun? Das erfährst du von einem Mann, der dich weiter ausbilden wird. Suche dieses Symbol. Zweifellos hast du viele Fragen. Die Zeit beantwortet sie. Zunächst musst du folgen. Führen kannst du schwer. Wow, ich glaube, das war das erste Mal, dass ich da sauber durchgeflogen bin. Ohne anzuecken. Flackern jetzt ein bisschen die Shader, aber das ist ja nicht weiter tragisch.
Schriftzeichen der Assassine. Sequenz 4 beendet. Eine Menge Zweifel. War ich zu voreilig? War das alles ein Fehler? Die anderen Dorfbewohner, sie dachten, ich wollte das alles. Ich hätte es selbst gewählt. Doch ich selbst hatte nie so gedacht. Nein, es war nicht mein Wunsch. Es war vielmehr meine Pflicht. Denn wenn nicht ich, wer dann? Ich werde das Spiel mal ganz kurz ausschalten. Das Flackern da unten vom See gefällt mir auch ganz und gar nicht. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Nach einem Rechnerneustart. Und einer Grafikkartentreiber-Neuinstallation. So, wir sollen irgendwo in diese Richtung. Jetzt haben sie uns nach hier unten verfrachtet. Das Wasser sieht aktuell nicht so aus, als würde es noch flackern. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich will aber nicht hier unten sein. Ich will wieder da hoch. Warte mal, da kriegen wir rein. Warum verfrachten die mich nach hier unten? Haben die Angst, ich könnte runterfallen? Komisch, hier sah es aus, als könnte ich hier... Ah, hier kann ich klettern. Sehr gut. Immer noch nope. Das ist richtig. Weiter. Ja, sehr schön. Jetzt sind wir wieder hier oben. Und kein flackerndes Wasser mehr. Sehr gut.
nicht nah genug. Sorry, mein lieber Puma, aber du hättest mir sonst zu viel Ärger gemacht. Weiterhin sieht man, ich bewege mich mit der Eleganz von Captain Klumpfuß, dem Schrecken der sieben Weltmeere. Hui! Warte, in die Runde rutschen. Jagdgesellschaft von Neuengland. Herausforderung, einen Wolf töten. 9 von 10 Tiere schon gehäutet. Jagdbeutel im Wert von 500 Pfund handeln. Einen Bären mit versteckter Klinge töten. Wir haben noch keine versteckte Klinge, aber gut, dass wir darüber sprechen. Oder? Wir haben noch keine versteckte Klinge. Nö. Wir haben das Tomahawk und die bloße Hand. Und einen Bogen. Roter Punkt. Was bist du denn für ein Vogel? Jetzt regnet, die Erde wird nass. Geh mir aus dem Weg! Ihm nach! Das ist ja schön, wie ihr alle auf der Stelle reitet. Zur Davenport-Siedlung. Da waren wir ja schon mal. In einem anderen Spiel. Aus der gleichen Reihe. Ja, ich könnte jetzt hier Todessprung runter machen, allerdings würde ich ja dann diesen schönen Berg hier nicht mehr erkunden können. Ich mag gebirgige Landschaften. Diesen schönen Nadelwäldern. Es hat zwar immer so ein bisschen was Hartes und Schroffes an sich, diese felsige Landschaft, aber wenn man mal so drüber nachdenkt, hier diese Nadelbäume, der blaue Himmel darüber, ach, hier, bei sowas finde ich meinen Ruhepunkt.
War fast die ganze Folge nur auf dem Weg zur Davenport-Siedlung. Oh, hallo. Du Freund oder Feind? Ich kann ihn töten, ich kann ihn beklauen, aber nicht mit ihm interagieren. Ich lasse ihn mal in Ruhe. Hallo? Hallo? Hi. Du musst einer von diesen Wilden sein, vom Stamm der... Wie heißen sie? Irokesen, hä? Huh? Ja? Habe ich recht? Guck dir meine Haare an und du weißt, dass du falsch bist. Die Irokesen sind kein Stamm. Oh doch. Oh nein. Die Irokesen sind eine Konföderation. Konfödi, wie bitte? Konföderation, du Esel. Ein Verbund, eine Allianz, ein Zusammenschluss vieler verschiedener Völker. Ja, sag ich doch. Ein Stamm. Hör zu, du ungebildeter Bauerntrampel. Ein Stamm ist nicht dasselbe wie eine Konföderation. Und es ist nicht meine Schuld, dass du zu blöd bist, um das zu kapieren. Wen nennst du einen Bauerntrampel, du kratzbuckliger Strolch? Moment, das geht nur ihn und mich was an. Na, halt dich da raus. Aber gerne doch. Bin schon weg. Ihr seid nicht ganz sauber. Schau mal einer, guck. Wo sind wir denn hier? Beim Anwesen von Achilles Davenport. Klopf, klopf. Ich dachte, du könntest mich ausbilden. Nein. Verschwinde! Ich werde nicht gehen. Schön das Klischee bedienen. Ein alter, verbitterter Mann, der uns ausbilden soll und es nicht will. Kennt man ja aus zahlreichen anderen Projekten. Ich sage da nur Herkules oder... Ich muss ein Lager aufschlagen. Star Wars 8. Das stelle ich mir trotz der Matte nicht besonders bequem vor, wie er da geschlafen hat. Aber gut, in seinem Dorf war er vielleicht noch andere Dinge gewöhnt. So, gucken wir doch mal, ob Achilles jetzt mit uns reden will. Nachdem er vielleicht eine Nacht drüber geschlafen hat. Vielleicht gibt es einen anderen Eingang. In der Tat, den gibt es.
Bitte, ich möchte nur einen Moment deiner Zeit. Verzeih mir, wenn ich undeutlich war oder dich mit meinen Worten verwirrt haben sollte. Ich wollte dich nicht in die Irre führen. Also lass mich das klarstellen. Hau ab von meinem Land! So einfach machst du es dir, Achilles. Ich komme hoch! Hat der Schuss ins Bein von Hathem dich so sehr gebrochen? Hoppala! Und hier, meine Damen und Herren, haben Sie soeben gesehen, wie man das Haus nicht erklimmt. Okay, ich mach das anders. Hier haben sie ja so einen schönen Parcours bereitgestellt, um hochzukommen. So, hör mir doch zu. Wovor hast du solche Angst? Angst? Du glaubst, ich hätte Angst? Vielleicht gar vor einem Hosenscheißer wie dir? Oh, du träumst vielleicht, ein Held zu sein. Ein stolzer Ritter, der die Welt retten will. Aber mach so weiter und du wirst nur eine Sache finden, den Tod. Die Welt hat sich entwickelt, Junge. Solltest du auch. Ich werde nicht gehen, hast du mich gehört? Ich werde niemals gehen. Warte nur, alter Mann. So einfach wirst du mich nicht loswerden. Tja, der gute Achilles, der hat einiges durchgemacht. Bevor ich in die Scheune gehe, werde ich nur mal ganz kurz gucken. Du wirst mein Lehrer. Du musst einfach. Ob ich das hier irgendwo schon finden können, einsehen kann. Weiß nicht mal ganz genau, wo es überhaupt ist. Ansonsten zeigt es uns das Spiel natürlich später dann irgendwann mal. Na gut. Jetzt habe ich mal ein Lagerfeuer gemacht. Waren wir das? Er ist ein Tattergreis. Das wird einfach. Das hast du schon mal gesagt. Und dann war mein Pferd tot. Und ich hatte ein Pfeilchen. Wer seid ihr? Das geht dich einen feuchten Dreck an, kleine Missgeburt. Hau ab, bevor was Schlimmes passiert. Nein. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Na dann komm. Lass uns tanzen. Hoi, Männer! Warum seid ihr hier? Was habt ihr vor? Du packst besser den Boss. Au. Du arbeitest also für den Alten. Stimmt das? Vielleicht bringt dich das zum Reden. Oh. Das war der beste Vorschlag, den du je gemacht hast, Achilles. Aber liebe Freunde, ich würde sagen, bevor wir mit Achilles reden, würde ich die Folge für heute beenden. Ich weiß, es ist ein bisschen kürzer geworden, gerade auch durch die Probleme, die wir am Anfang hatten.
Ich bedanke mich dennoch sehr vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 3 wieder mit dabei. Bis dahin, cheerio!